Herzlich willkommen zu einer spannenden Ausgabe von Brisant. Schön, dass Sie bei uns sind. Helle Aufregung herrscht heute Mittag in Hamburg. Zwei Männer wollen ein Juweliergeschäft auf St. Pauli ausrauben. Ja, doch dazu kommt es nicht mehr. Passanten haben alles mitbekommen und die Polizei gerufen. Und die rückt auch an mit einem Großaufgebot. Das hier, oder was davon noch übrig ist, war mal ein Schulbus. Und noch heute Morgen war er unterwegs mit 54 Schülern. Doch diese Fahrt werden die Kinder wohl nie vergessen. Denn auf einmal schlagen Flammen aus dem Wagenboden. Viel Zeit bleibt da nicht, um sich ins Freie zu retten. Wenn Sie sich zu Hause eine Tiefkühl-Lasagne warm machen, gehen Sie sehr wahrscheinlich davon aus, dass diese auch richtig deklariert ist. Heißt, wenn Rindfleisch draufsteht, sollte es eben auch drin sein. Dieses Glück hatten Briten, Franzosen und Schweden nicht. Sie aßen kein Rind, sondern Pferdefleisch, ohne es zu wollen, geschweige denn zu ahnen. Der Skandal um falsch deklariertes Pferdefleisch weitet sich immer mehr aus. Ja, und die Frage ist nun, sind auch wir hier in Deutschland betroffen? Wo ist Diana Ferch? Seit dem Sommer 2011 wird die junge Frau aus Stralsund vermisst. Sie verabschiedet sich damals von ihrer Mutter mit der Begründung, sie brauche eine Auszeit, wolle den Kopf frei bekommen und geht ganz allein auf Wanderung. Doch sie kehrt nicht mehr zurück. Der Fall ist rätselhaft. Wollte sie ein neues Leben anfangen oder ist sie Opfer eines Verbrechens geworden? Nichts von all dem kann die Polizei ausschließen. Ja, und Dianas Mutter, sie hofft weiter, will wissen, wo ihre Tochter steckt. Ja, so kennen wir uns, so lieben wir ihn, Teufelsgeiger David Garrett. Und für so viel Lebensfreude muss es doch auch einen Preis geben, oder? Ja, den gibt es auch, klar. David Garrett strahlt auf seinen CDs und auf der Bühne pure Lebensfreude aus. Eine Lebensfreude, die sich durch seine Musik ganz direkt auf die Zuhörer überträgt, so die Jurybegründung. Dabei gab es auch Jahre, in denen der Stargeiger eher weniger Lebensfreude ausstrahlte. Auch völlig okay. Als der damalige Handballnationalspieler die blonde Königstochter Christina geheiratet hat, galt er als perfekter Schwiegersohn. 1,96 groß, blauäugig, sportlich und erfolgreich. Ja, das war 1997. Inzwischen gilt Iñaki Urdangarin als das schwarze Schaf der spanischen Königsfamilie, denn der 45-Jährige ist tief in einen Betrugsskandal um Steuergelder verstrickt. Ja, damit ist er zum größten Problem des eh schon angeschlagenen Königshauses geworden. Die Rolle, mit der er Kultstatus erlangt hat, war ganz klar Schimanski. Götz George stand aber schon mit 12 Jahren zum ersten Mal auf der Theaterbühne, mit 15 dann vor der Kamera für Wenn der weiße Flieder blüht. Mittlerweile schreibt er seit mehr als 60 Jahren Theater-, Film- und Fernsehgeschichte. Ja, und nicht nur wir finden, das ist eine Auszeichnung wert, auch wenn es schwer war, ihn irgendwie einzufangen. Sehr schön. In Deutschland ist er der Star der Country-Szene und in diesem Jahr steht er sage und schreibe 50 Jahre auf der Bühne. Spätestens wenn er seinen coolen Cowboy-Hut aufhat, erkennt ihn jeder. Tom Astor. Um dem Country-Gefühl am nächsten zu sein, nimmt der Sänger seine Alben übrigens größtenteils in Nashville, Tennessee auf. Und in seiner Heimat, dem Sauerland, bekommen seine Lieder dann den letzten Schliff. Ende des Monats wird Tom Astor 70. Höchste Zeit, für den Country-Nachwuchs zu sorgen. Wir haben dem Sänger einen Besuch abgestattet. Seit Jahren ist sie die Assistentin im Tatort aus Münster und steht da eher im Hintergrund. Doch das hat sich geändert, denn Friederike Kempter ist sozusagen befördert worden und spielt eine Berliner Elite-Polizistin in der ARD-Serie Heiter bis tödlich, Hauptstadtrevier. Nicht lange fackeln, sondern zuschlagen, heißt es da. Die Kampfszenen haben es der Schauspielerin besonders angetan, sogar mit Boxen hat sie angefangen. Ja, und das gleich in einer Doppelfolge von Heiter bis tödlich. Lohnt sich also dran zu bleiben, gleich nach Brisant. Ja, und wir sehen uns morgen wieder, Punkt 17.15 Uhr, wenn Sie mögen. Schönen Abend noch für Sie und bis morgen. Tschüss.